Überall glitzert und funkelt. An den Wänden leuchten viele kleine Kristalle und strahlen um die Wette. Wo um alles in der Welt sind die beiden denn dieses Mal hingeraten? Die Höhle ist von einem Wasserfall verschlossen. Alles sieht so zauberhaft aus, dass die beiden unbedingt die Kristalle berühren wollen. Hoppala, die bewegen sich ja. Yeah.
in meinem Reich? Aber wie habt ihr das geschafft? Noch nie ist es einem Fremden gelungen, den Weg durch den Wasserfall zu finden. Und wo habt ihr diesen Globus her? Da erzählen Tim und Nele von ihrem Opa. Dem Globus und der langen Reise nach Spanien, zu den Mumien von Ägypten, in den Amazonas-Dschungel, nach New York. Und sie erzählen von den wilden Wikingern im Nordmeer, den Tempeltänzerinnen in Asien und von ihrem Wunsch, nach Hause zu kommen. Der König ist zunächst verärgert. Doch je mehr die Kinder von ihrer Reise erzählen, umso milder wird sein Blick. Aufmerksam hat er ihnen zugehört. Der König erzählt den Kindern, dass der magische Globus in Wirklichkeit ein atlantischer Globus sei, der einst verloren ging. Wie schön, dass er endlich seinen Weg nach Hause gefunden hat. Der Globus muss in Atlantis bleiben, aber es gibt noch einen anderen Weg, euch beide wieder sicher nach Hause zu bringen. Atlantische Kristalle sind ganz besondere Kristalle. Man nennt sie auch Kardea-Kristalle. Das ist atlantisch und bedeutet Schutz für deine Reise. Auch hiermit könnt ihr reisen und das weitaus ungefährlicher. Und um sicher zu gehen, dass ihr auch gut nach Hause kommt, schicke ich euch nun selbst los. Ninenga mai taulai di shamatu dei. Letztes Mal fliegen die Kinder durch Raum und Zeit. Vor ihren Augen sehen sie nochmal alle Stationen ihrer weiten Reise um die Welt, bis sie schließlich an einem wohlvertrauten Ort ankommen. Diese Kristalle haben wir vom König von Atlantis bekommen. Von ihm haben wir auch das Geheimnis des Wunschreises erfahren. Es ist ganz einfach. Von ihm schlafen gehen, sagt man laut seinen Wunsch, wo die Reise hingehen soll. Dann geht die Reise los. Traumreise. Den Kristall hängt man ans Schlafzimmerfenster. Und man kehrt jedes Mal vor dem Aufwachen in das Kinderzimmer zurück. Komm, Opa, wir wollen jetzt auch reisen. Wir wollen ins Mittelalter und dann zu den Dinosauriern. Was die beiden jedoch nach dem Einschlafen auf ihrer Traumreise erlebt haben, das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Schon der magische Globus und ich bitte jetzt nochmal alle Darsteller auf die Bühne.
Mädchen, Lea, Lena, Paula, Mara, Lara, Maren, Isabel, Smilla und Justine. Und weiter ging es nach Atlantis und da gab es lauter kleine Diamanten. Mariella, Pauline, Finn, Lilia, Lena. Natürlich gab es auch noch Wächter in Atlantis. Das waren Max und Enrique. Und eine Königin, Katrin. Und last but not least hatten wir drei Hauptrollen. Einmal den Opa Hans, gespielt von Colin. Und unsere zwei Weltreisenden, Tim, gespielt von Nick. Und Nele, gespielt von Luisa. Von unserer Kids- und Teens-Crew. Und das sind im Einzelnen Dori, Rishi, Katharina, Nora, Dina, Katja, Christoph, Dieter und unser Kids- und Teens-Captain Andrea. So, wie es sich für eine Show gehört, gibt es natürlich noch ein großes Finale, aber nur wenn die Zuschauer noch eine Zugabe wollen. Wie sieht's denn aus? Ihr natürlich auch euren eigenen Tanz und das ist der Kids Club Tanz. Viel Spaß! Schmeißen wir uns in den Pool. Komm mit Jungle Bobby, immer wieder Kids Club. Wir haben hier alles im Griff. Wenn ihr mal vor lauter Spaß die Wände wackelt. Diese Schiffe braucht keinen Lauf. Aida Kids Club, das ist eine Wunderwelt, die dich verzaubert und dir keine Beine stellt. Aida Kids Club, dort sind Träume noch was wert. Dort gehen die Uhren ganz genau und dann. Nur nach Sonne, Sieb und Fun. Kann ich dir die Probe fragen nach der Schule? Ich mein, der Klamauter-Mann. Komm mit uns, wir wollen immer wieder Kids-Club. Wir haben dir alles im Griff. Wenn ihr mal vor lauter Spaß die Wände wackelt. Dieses Schiff läuft noch kein Dämpf. AIDA Kids-Club. Uhu. Ja, hey, ja. AIDA Kids-Club. Ja, hey, ja. Für eine Premiere gehört noch ein bisschen Sekt oder so ähnlich. Also geben Sie